werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Körperliche Arbeit. Machen wir Pause. Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an, die ganze Nacht. Wieso? Tja, das ist Tradition. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar. Der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Thank you.
wohl das Licht gesehen, hä? Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann! Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Forts ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Okay, etwas übertrieben. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistgar. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Wenn dir jemand einen Schulbus vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Nach Night Springs. Und nicht so ungut, Sheriff. Daran gewöhnen.
Der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Beeilen Sie sich! Ich will hier endlich weg!